Dennis liebt die Schmerzen, deshalb hat er auch Max Payne gezockt. Max Payne 1, Max Payne 3 habe ich ja gespielt, aber nicht als Let's Play. Es war als Let's Play angelegt, aber durch seinen neuen Rechner wurde ihm dann ein Strich durch die Rechnung gemacht. Jo, genau, so kann man es sagen. Quasi ein sehr unvollkommenes Let's Play. Wir sind hier beim letzten, bei der letzten, Messreihe. Ich bin schon immer nur noch bei. Warte nochmal. Mist. Naja, auf jeden Fall ist das die letzte, der letzten Streckenabschnitt von diesem, von dieser Strecken. Naja. Oh. Egal, eben. Ja, Robin, dir von fehlt... Vom Kapitel 3, so sage ich jetzt. Ja, dir fehlt das ein bisschen an Wörtern, das geht mir auch manchmal so und es wäre auch gut, wenn das mal wieder so wäre. Vielleicht lege ich mir irgendwie einen Duden, online, offline, lege ich mir einen Duden nebenbei hin und, dann kann ich immer gucken, welche Wörter ich, verwenden muss. Also die Seite, die ich gerade aufschlage, muss ich die, alle Wörter der Seite... mit in meine Sätze bringen. Okay, sinnlos, aber... Nö, wieso? Also man muss ja so ein bisschen, ein wenig planen, das Let's Play, ja? Um die Qualität schließlich hier zu steigern. Ja, also ich habe mir nochmal vor kurzem Resident Evil 5 angeguckt und... die Tonqualität, das tut mir weh. Also meine Tonqualität, deine war ja recht in Ordnung. So, jetzt machen wir hier mal Nähe. Ach, du bist schon hier am Lösen. Du, das ist du, gut. Was machst du denn diesmal am besten? So, ich mache jetzt hier ein Portal hin und ja. Wo noch? Wird jetzt schwierig. Vielleicht das zweite mal hier hin, wenn das geht. Wohin? Das geht ja nicht hin, oder? Nee, ich kann nicht durch den Grill schießen. Probier's mal so. Nee. Vielleicht so. Wird... Dann. Ja, das könnte... Nee, oder? Könnte das klappen? Ich glaube nicht. Nee. Du müsstest wieder dort das umsetzen. Dort? Und, wo könnte ich das hinsetzen jetzt mal? So. Als nicht ganz unwichtige Frage. Du machst jetzt mal... Warte, wir haben einmal hier was zum Hinsetzen, einmal hier noch was zum Hinsetzen. Einmal da. Das Problem ist, wir müssen ja irgendwie rankommen. Wie kommt man hier am besten ran? Ja, es geht auf alle Fälle hier rein. Und wo kommt es am besten raus? Ja. Da könnte ich es hin. Ah, nee, das habe ich ja schon probiert. Ja, es ist die Frage. Also, Portal mal wieder hier etwas schwierig in unserem Let's Play. Ah, hier kann man online, offline stellen. Vielleicht hat das damit was zu tun. Nee. Ist jetzt online. Das bedeutet ja wahrscheinlich nur, ob der Ball jetzt rauskommt oder im Moment eben mal nicht. Gut, ja, jetzt kannst du mal was probieren. Vielleicht. Ups, nee, der kommt jetzt dort hinten wieder raus. Ach, kann ich den rübergeben? Nee, das wird nichts. Du hast den ja nicht mal, stimmt. Ne, der prallt dann ab. Ja, wie macht man das jetzt am besten? Das ist blöd. Tja, man merkt, wir sind mal wieder an so einem Zwischenfinale. So, ja, das an unserer, ich denke, Orientierung, wie auch immer. Man muss hier vielseitig sein im Portal und dann muss er noch. Ja, man muss moderieren. Wenig Unterschied, wenn man so ein Publikum. So ein Publikum-Joker wäre jetzt cool, ja, aber wir machen das ja hier eher so als Monolog. Also wir beide haben Dialog und stehen im Monolog zu den Zuschauern. Und ich sollte nicht zu viel denken. Doch, das ist schon mal eine interessante Überlegung, was ja stimmt. Ja, ne? Ey, ich bin gut. Also, nee. Ist es dann auch indirekt dann wieder eine. Antwort, Reaktion durch Kommentare sind möglich, werden ja möglich. Oder durch Daumen. Hoch, runter, ja, wie auch immer. So, warte mal, wie machen wir das jetzt hier? Das muss jetzt gehen, das muss jetzt klappen, das muss irgendwie
besser werden. Und das hier, kann man da was? Ist das irgendwie so? Du machst jetzt mal deinen zweiten Portal, setzt es mal dorthin, würde ich mal sagen. Dein rotes. So, ich weiß nicht, im Moment noch nicht so ganz, was das bringt. Oh, das soll. Ist, das sieht schon mal ganz gut, ja. Das ist gut, ja? Das ist gut, ja, super. Das war super. Ach so. Soweit habe ich eigentlich gar nicht gedacht jetzt. Dort hinter. Los. Okay. Dort lang. Dort hoch. Ich musste das merken. Okay. Wir haben's. Das ist die Hauptsache. Jo. So, wo ist hier die Windows DVD? Wir müssen erstmal den Schalter gleichzeitig drücken oder ziehen oder wie auch immer. Go. Auf geht's und. Ja. Hier nochmal so ein Ding. Ein weiterer Lichtstrahl. So, diesmal ist das Ganze etwas großflächiger. Ja, so, wie machen wir das denn jetzt mal wieder? Naja, nach oben und unten ist es sowieso großflächig, muss man ja sagen. Das wäre jetzt zu einfach, denke ich, wenn man jetzt einfach mal hochspaziert. Na, der. Das Balken, der blockiert hier wahrscheinlich den Weg. Schade. Hätte ja klappen können. Ach, wir müssen dorthin, okay. Kommt man da am besten hin? Dort? Dort? Nee, das ist genauso. Hat den gleichen Effekt. Gleich. Das Licht geht durch, das ist ja auch interessant. Das verzweifelte Versuch. Nee, nicht ganz. Das funktioniert auch nicht. So, wir haben Portale. Ja, das ist schon mal gut. Sinnvoll ist es immer so, irgendwie den Lösungsweg rückwärts zu gehen. Beispielsweise, wie kommen wir da hin? Durch welche Talfläche? Welche haben wir da vielleicht in der Nähe? Ja, das ist ein guter Einfall. Aber. Nee, ja, weiß ich auch nicht. Ach, jetzt hast du, was hast du jetzt gemacht? Oh, ich hab mal hier oben ein bisschen rum experimentiert, aber. Tja, komm ich jetzt hier hoch auf diese Balken? Irgendwie nicht. Ja, was wäre denn jetzt mal ganz sinnvoll? Ganz sinnvoll wäre, wenn du mir. Das ist auch eine Möglichkeit, hier mein Sterben voranzuschreiten, aber es löst ja nicht die Aufgabe. So, und ich glaube, du bist ein bisschen falsch, weil ich denke, dass du jetzt mal hier ein Portal setzt, dein rotes. So, dann gehst du dort hoch. Das tue ich. So, dann so, ja. Machst du es jetzt wieder weg. Einfach wegmachen, irgendwo anders in den roten setzen. Ja, fast. Doch, ist gut. Ich habe mir genau an die falsche Stelle gesetzt. Ach, der hat der dich abgeblockt, oder? Ja. Wir probieren das gleiche nochmal. Okay. Du nochmal hier. Dann müsste ich das im Flug also setzen, wahrscheinlich. Ja, wir müssen wieder fliegen. Okay, hast du es? Ja. Wie vorhin schon so. Nee. Ich glaube, nee, das wird nicht ganz. Das geht nicht. Das geht gar nicht. Das ist doof. Dann probieren wir es mal andersrum, oder? Dass du deinen Star hinsetzt und ich mit Star. Also, dort, wo du deins jetzt hast. Ich. Also, wir würden die Portale tauschen oder so. Denkst du, ich fliege anders, oder? Könnte man vermuten, weiß ich nicht. Du machst das jetzt, okay? Ich dachte das mal so. Jo. Und du musst den dann im Flug dorthin setzen, ne? Wohin? Dort? Welchen? Den lilanen. Lila, ja. Oder auch dunkelblau. Genau. Gut, kann losgehen. Es kann losgehen, ja. Ich bin dabei, also ich muss ja nicht viel machen. Super, alles sofort kann losgehen. Die Last liegt jetzt auf dir. Ja.
Das macht es so spannend, Mensch. Nee, du musst es doch wegmachen. Ich hab das doch nicht unter Kontrolle. Ach so, ich dachte, du warst. Ja. Nö. Auch wenn ich etwas anders aussehe als du, ich fliege scheinbar genauso. Nee, ich dachte vielleicht, dass wir in diese Richtung. Ich meinte, dass wir jetzt die Portale einfach umtauschen, dass das Fliegportal dorthin ist und das Landungsportal hier, also mit dem Lichtstrahl. Aber das hat auch nicht funktioniert. Mensch, das ist ja verzwickt bei Portal. Portal. So. Es gibt eine Lösung, das ist schon mal gut. Wir wissen, wir sind in der Gewissheit, es gibt eine Lösung. Ja. So, jetzt müssen wir ganz... Guck mal, hier gibt es jeweils zwei solche. Das ist ja auch verdächtig. Ja, vielleicht müssen wir es gleichzeitig machen. Oder so. Mhm. Ja, keine Ahnung. Muss irgendwie Resonanz, ne? Muss größer werden. Ja. Amplitude. Nee. Ist ja, hör auf. Eine Schwingung. Hör auf, oder wir haben. Oder du hast nach dem Let's Play ein kleines Date mit meiner Faust. Okay. Ja. Ist sie noch frei, ja? Faust ist noch frei, ja. Also, es war noch. Blutig vom letzten Mal. Nein. Nein. Gut. Aber nach. Zur. Huch! Gewaltrichtung ist ja alles. Scheiße. Ja. Das war der Tod. So, Mensch, das muss doch jetzt irgendwie klappen. Irgendwie, wir müssen die Lösung finden. Ach genau, wir müssen zusammenknallen. Und dann bremsen wir uns gegenseitig. Ja, war? Klar. Das ist ja krass. Das stimmt. Das geht voll. Yes, ey. Boah. Also, wo du gerade von deiner Faust redest, die kannst du gleich einsetzen. Ja? Schieben wir uns gegenseitig ins Gesicht. Oh. Noch jetzt will ich es aber nicht mehr. Jetzt bin ich wieder friedlich. Ich fliege rechts. Okay. Wie, muss ich jetzt zwei Portale gleichzeitig? Nee, du musst dein hellblaues dann dorthin setzen. Nee, und dein dunkelblaues. Ach so. Stimmt. Es wird schwer für dich. Probieren wir es vielleicht. Warte, welches solltest du zuerst setzen? Wahrscheinlich zuerst das. Das dunkle. Das lilane, oder? Ich würde zuerst dorthin setzen. Ja. Genau. Lilane, das ist ja egal. Ja, genau. Zuerst dorthin und dann. Ja! Ja! Fuchtle doch nicht so herrenlos herum. So hemmlos. Sie ist nicht so emotional, finde ich, oder? So, und jetzt in diesem Chaos Disk zu finden, aber. Hast du schon? Mensch! Gibt's heute Blu-ray-Diskette? In Kürze wird Whiteboard das Wort hier. Bla fortlaufend wiederholt. Wenn ihr einmal eine Zahl anstelle von Bla hört, ignoriert es. Dies ist ganz und gar unwichtig. Der heutige Sicherheitscode lautet 5 33 41 18. Hast du denn 39, 41, 18. Boah, das ist gut. Jetzt habe ich schon mal vergessen. Nee, doch nicht. 5, 39, 12? Nee, 9? Lass was. Nein. Was wolltest du sagen? Du wolltest was sagen. Du wolltest dich offenbaren mir gegenüber hier. Ich. Nicht? Nö. Bist wieder sprachlos, oder? Errungenschaft freigeschaltet. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr so weit kommt. Nach eurem Kalibrierungstest wollte ich schon eure Kerne demontieren und wieder in die Taschenrechner einbauen, aus denen ich sie entnommen hatte. Aber ihr seid ein echtes Team geworden. Richtig nahe gekommen seid ihr euch. Ich kannte mal ein Team, das sich noch näher stand, aber ich musste einen von ihnen vernichten. Der andere? Nun... Darüber möchte ich lieber nicht sprechen. Ja, sie hat tief in ihrem Inneren Geheimnisse. Ja, und der andere bist du, Dennis. Das ist so meine Prognose. Für die Zukunft, ja. Also sie redet schon in der Zukunft, obwohl wir noch in der Vergangenheit sind. Das heißt, das, was wir später denken, hat sie jetzt bereits vor ein paar Sekunden gedacht. Interessante These, ja. Also haben wir uns gegenseitig hier irgendwie so eine Verschwörungstheorie ausarbeitet. Ja. So. Toll, toll. Nee, hier wollen wir nicht hin. Nee, hier geht's lang.